Hallo und herzlich willkommen zurück bei One Piece World Seeker. Wir haben den Frankie befreit. Und hier sollte eine Kiste sein. Die ist wahrscheinlich über uns. Ja, wir haben jetzt letztes Mal hier aufgehört. Im Unterwassergefängnis. In dem komischerweise alles voller Wasser war, wo trotzdem Leute drin rumgelaufen sind. Klingt komisch, ist aber so. Ist da die Truhe? Ah, verdammt, nach dem Laden laufen die alle wieder rum, ne? Shit. Oh, Katze, Alter. Ah, jetzt habe ich hier das Mikro gehauen, Entschuldigung. Das ist eine dumme Nuss, ey. Entschuldigung dafür, die ist jetzt von unten am Tisch hochgesprungen. Man hat sie und hat voll das Ding leicht erwischt. Ah, ne, das wäre dann da drüben. Doch, da ist er, oder? Nee. Hä? Egal. Oh. Warum ist es dann vielleicht hier? Nee, wäre da nochmal ein Stock höher. Ne? Glänzt was? Hä? Oh. Schnauze. Du hast niemanden gesehen, ja? Ah, fuck. Mir egal, ich bin hier oben. So. Ach, scheiß auf die Truhen, ey. Das nervt mich gerade tierisch. Na, wieder hoch. Das nervt manchmal schon tierisch, Alter. Das Ausweichen ist ein bisschen ätzend gemacht. Jetzt muss ich wieder rüber. Ach komm! Oh. Hä? Was ist jetzt los? Dieses dämliche, sobald er irgendwas berührt, stürzt er ab, finde ich. Oh, das riecht mich auf, ey. Okay, warte, wir haben noch jetzt neue Punkte. Okay, 110, scheiße. Das weiter kostet 300. Oh, weiter, immer weiter. Ah, so kommt man richtig gut vor.
Zack. Und Servus, Ladies. Willkommen zurück, Ruffy und Frankie. Du bist also Shan, hm? Du traust dich ja ganz schön was, wenn du uns hilfst, aus dem Gefängnis zu fliehen. Danke für deine Hilfe, Shan. Nun sollte ich besser dafür sorgen, dass Frankie sich die Sunny anschaut. Super, überlass das mir. Wenn wir noch etwas brauchen, besorge ich es im Handumdrehen. Ausrüstung und Kleidung herstellen. Benutze erhaltenes Material, um Ausrüstung und Kleidung herzustellen. Du benötigst Ausrüstungspläne, um Ausrüstung herzustellen. Muster, um Kleidung herzustellen. Stichchen Lissab oder Frankie bei der 1000 Sunny, um Ausrüstung oder Kleidung herzustellen. Wähle die Ausrüstung oder Kleidung, die du herstellen möchtest. Ja. Ja. Okay. Manchmal kannst du Items mit hohen Werten herstellen. Solche Items werden mit Plus oder Plus gekennzeichnet und sind besser als normale Items. Zerlege nicht benötigte Ausrüstung in jede Grundbestandteile. Neben Item-Herstellern kannst du das Leg-Menü auch aufrufen, wenn du mit Lissab und Frankie bei der Sunny sprichst. Okay. Okay, ich bring sie zur Sunny. Was hast du jetzt vor, Ruffy? Ne, mir geht's gut. Ich will die Insel weiter erforschen. Okay, Ruffy, gib mir Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Okay. Mittlerweile komme ich damit ganz gut zurecht. Also müssen wir erstmal schauen. Stahlstärke gibt es 17 Truhen, die sind mir aber eigentlich scheiße. Kristallschlucht. Da waren wir ja auch ganz kurz. Und da ist eine Mission, kann ich das markieren? Ah. Oh Mann, das ist da. Ja. Ein bisschen laufen muss man dann doch. Wobei. Ach komm! Machen wir so, dann kommen wir wieder schnell voran. Die habe ich bloß kurz gesehen. Was? Ja, was war das gerade, was der gemeint hat? Hä? Ach Mann! Das Ausweichen ist komplett für den Arsch, ey. Vor allem, er weicht halt auch nicht weit aus, ne? Das ist auch schlecht gerade. Wahrscheinlich muss ich das verbessern. Erhöhe das Bewegungstempo etwas. Das im Beobachttag, wenn man zum Hilfen so eine größere Distanz zurücklegen. Okay. Ah, okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz nervt es trotzdem. Es geht schon wieder. Monkey. Was denn? Gum-Gum-Schwung. In Stahlstärke kannst du vor bestimmten Schildern drücken, um einen Gum-Gum-Schwung auszuführen. Siehst du das Symbol auf dem Bildschirm, drücke R1, um einen Gummumschwung auszuführen. Was? Was passiert hier gerade? Okay. Okay.
habe gerade keine Ahnung, wo er sich festhält, aber... Nein, hör auf! Jetzt. Okay. War das jetzt schon die Mission? Tatsächlich. Da ist eine rote Mission. Warte, wie müsste der markiert sein, ne? Ne, ist sie denn mal? Ah, das sind mehrere rote Missionen. Da ist immer wieder da. Hey, Alter, was geht? Mama, so. Wie schleichen wir uns an? Ho, ho, ho. Eine einzelne Kiste in einem Zelt. Ist bestimmt was Wichtiges drin. Genau, Vapometall. Wow, ich hab's echt drauf. war so klar. Jetzt verarsch mich doch nicht, geh dann auf. Ich muss echt wieder mit so einer verdammten Rocketen auf. Das, warum kann der nicht einfach... Oh. Was hat er diese scheiß Gummifrüchte, Mann? Oder eben Power. Ich meine, ihr wisst, wie hoch verdammt, hoch das der teilweise springen kann. Okay. Du elender Penner. Der, wenn jetzt runtergerutscht wäre. Ah. Der soll mich jetzt so aufregen. Ruffy, mach nicht lauter so einen Scheiß. Mach mal deine Arbeit hier. Oh, hey, schon. Ich dachte, du wolltest zu Sunny zurück. Schon, hast du etwas über sie rausgefunden? Tut mir leid, bisher hatte ich kein Glück. Wie sieht's bei dir aus, Ruffy? Hast du eine Vermutung, wo sie sein könnten? Wenn sie zum Beispiel gerne essen, sind sie ja vielleicht in einem Restaurant. Oder wenn sie gerne schlafen, sind sie vielleicht in einem Gasthaus und so weiter. Sanji, es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen, wer das Fräulein. Ich bin Sanji, dein Retter der wahren Liebe. Aha. Sanji! Ruffy, dir geht's gut. Ruffy, kennst du den Kerl? Er ist unser Koch. Ruffy, woher kennst du diese wunderschöne Dame? Sie hat mich gefunden, nachdem ich vom Himmelsgefängnis ins Meer geplumpst war. Als du ins Meer geplumpst warst? Wow, 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 Moment mal. Hat sie dir einen Mund-zu-Mund-Behandlung gegeben? Ich bin vom Himmel geplumpst, wieso hast du? Immer den ganzen Spaß. Verdammt nochmal, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so neidisch auf einen Teufelsfruchtnutzer sein würde. Huch, das war offenbar ein ungünstiger Zeitpunkt, wer das Fräulein. Erlaube mir, mich erneut vorzustellen. Ich bin Sanji, dein Ritter der wahren Liebe und der Koch der Strohpiraten. Ich bin schon, freut mich, dich kennenzulernen, Sanji. Was für ein wunderschöner Name. Ach, scheiße, Mann. Was machst du hier, Sanji? Ich habe mich im Smaragdstadt umgesehen, da ich dachte, Nami und den anderen dort finden zu können, aber ich wurde ständig von Matrosen aufgehalten. Nun, wo ich darüber nachdenke, diese Typen haben etwas in der Last, was aussieht wie eine Marineanweisung. Also es ist leider chiffriert, ja. Darum habe ich keine Ahnung, was darin steht. Es muss sich um streng geheime Informationen handeln. Chiffriert? Darf ich mal sehen? Du meinst, du kannst das entschlüsseln? Ich bin schließlich die Anführerin über Marinegegner. Ich habe meine Quellen. Du bist unglaublich, Schatz, unglaublich. Streng geheime Informationen, du meinst da was wie eine Schatzkarte? Warte, das ist merkwürdig. Die Anweisungen sind lückenhaft. Machst du Witze? Da steht Teil 1 von 3. Es muss also noch irgendwo zwei weitere Teile geben. Es ist sehr gut möglich, dass der Rest Informationen über unsere oder über Vorhaben der Marine enthält. Wenn sie Informationen über die Vorhaben der Marine enthalten, können sie uns von unschätzbarem Wert sein. Verstanden. Komm schon, Sanji. Gehen wir die anderen zwei Teile suchen. Ich werde alles tun, um Schand zu helfen. Los, teilen wir uns auf und durchsuchen die Smaragdstadt. Seid bitte vorsichtig, ihr beiden. Derzeit leben viele Matrosen in der Smaragdstadt. Dann ist es ja kein Wunder, dass dort so viele Leute waren. Keine Sorge, wir finden sie in Nukum und nichts wieder. Hey, vielleicht weiß Musubi wer etwas. Musubi?
Das ist die Frau, die hier immer Zutaten für das Mittagessen ihrer Kinder sammelt. Sie läuft hier oft herum, also hat sie die anderen Teile der Anweisung vielleicht gesehen? Mittagessen, glaubst du, sie macht mir auch eins würde? Ich glaube, Musu lebt in der 5. Straße der Smaragdstadt. Du kannst die Straßen an einem Zeichen und einer Letter erkennen. Musubis Kinder spielen in der Nähe der 5. Straße, also könnte man sie vielleicht fragen, wo ihr Haus ist. Okay. Boah, es sind halt viele Texte zu vorlesen, ey. Dann? Oh, das war's, Smaragdstadt. Aber vorher holen wir uns die Quest, ne? Abschluss! Okay, holen wir uns nicht. Wir gehen erstmal in die Richtung. Weil Ruffy verdammt nochmal keine Berge hochlaufen kann. Und dann war der da unten, muss ich hin. Wirklich? Ernsthaft? Kurz vor dem Ding bleibt er hängen? Nochmal dahin. Ja gut, da hätte ich auch hin langlaufen können, verdammt nochmal. Was bist denn du für einer? Heute ist Inselbewohner. Heute ist der Tag, an dem ich meiner Liebsten einen Antrag mache. Ja, aber ich glaube, ich sollte dir zum Anlass auch etwas schenken. Oh, du kommst mir gerade recht. Könntest du mir drei kleine Blumen besorgen? Sie liebt Blumen. Wenn ich ihr ein paar kleine bringe, muss sie ja meinen Antrag ja annehmen. Du solltest natürlich auch was davon haben. Wie wäre das mit einem Spionagehalsband? Alter, warum zur Hölle habt ihr solche Sachen immer dabei, alle? Du solltest einige kleine Blumen auf dem Friedhof finden können. Ich verlasse mich auf dich. Was für ein Friedhof? Klar, Friedhof und so. Was für ein Friedhof? Ha. Huh. Keine Ahnung, aber ich will diese Schatztruhe haben. Oh, da sind Piraten. Hey Kumpel, nix da. Ah, ich drücke mal wieder ausweichen, der macht's halt wieder nicht. Weil diese Scheißkugeln schneller sind wie man selber. Oh. Ich meine, es zieht ja nicht viel ab, aber es ist halt nervig, dass man mitten im Ding aufgehalten wird. Wehe. Oh, jetzt dachte ich schon, der landet wieder direkt davor. Oh. Entschuldigung, ein bisschen meckern muss immer sein. Es ist halt auch eher ein Spiel für One Piece Fans. Muss man auch dazu sagen, ne? Aber solche Spiele sind eigentlich grundsätzlich für One Piece Fans. Oder für Anime Fans, die wohl halt Serien mögen. Oder. Waren hier Marine Leute? Ups. Ah. Oh, ich kann jetzt mit der Entfernung gar nicht zerstören, oder? Ach, verdammt. Dann machen wir es halt altmodisch. Da hinten ist eine Truhe. Ach komm, ernsthaft? Na, hau mal halt so weg. So ein Hunger. Oh, es sind schon zwei drin. Eines ist da oben. Als ob es mich interessiert, dass ich mich gesehen habe. Was bin ich, Sam Fischer oder so? Goldmuschel.
Na? Loot, loot. Oh, da ist was. Kommen die rauf? Komm hier zurück, oder? Gerade noch. Upsi. Mach mal einfach mal auf da. Sieht er mich eigentlich? Nö. Boah, halt voll in die Kanone geflogen. Böser Mann. Hör auf mich zu nerven. Jetzt will ich... Hä? Das ist ein Geschützturm! Nein, 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 geh weg! Okay. Das habe ich nicht erwartet, wir hauen jetzt mal hier ab. Nein! Bleib doch nicht wieder hängen! Na, gehen wir halt da weiter. Aber gut, an der Stelle bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von One Piece World Seeker. Macht's gut und Servus!